wer was in diese Kollektion bestellt, das darf eigentlich im Warenkorb nicht fehlen. Spielerei an sich, natürlich braucht es einen Mensch, nein, es braucht keinen Mensch. Ist es cool? Ja, natürlich ist es cool. Sollte man es bestellen? Auf jeden Fall sollte man es bestellen. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zu der zweiten Folge Bix View. Weil es jetzt mal so cool ankam und weil ihr da jetzt Bock drauf hattet und natürlich auch, Leute, weil ich es euch versprochen habe, ihr wisst so, ein Mann, ein Wort. Machen wir heute Folgendes, wir schauen uns die neue Kollektion von der Marke Preach an. Und wie ihr seht, sehen wir nichts. Das liegt ganz einfach daran, dass ich die Sachen selber auch noch nicht gesehen habe. Aber hier ist das Paket von Preach und ich dachte mir, wir machen heute einfach gemeinsam ein Unboxing. Das heißt, ich packe die Sachen jetzt gemeinsam mit euch aus, hänge die eins nach dem anderen da hinten hin. Und dann sage ich euch meine ehrliche Meinung zu der Kollektion und was ich davon halte. Wie ihr seht, ich bin sehr gut vorbereitet, also let's go. Okay, also das Paket ist gut voll, wirklich, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt alles drin ist. Ich weiß, was ist das? Das ist so... Ach krass, das ist ein riesiges Poster. Das sind zwei Poster. Das ist das Lookbook. Das ist einfach das Lookbook, glaube ich, was man auch auf der Website sehen kann. Haben wir jetzt halt hier so draufgepackt. Dann haben wir hier noch... Ah nee, das sind zwei verschiedene Sachen. Krass. Sieht extrem nice aus. Wenn du kein Preach-Fan bist, wollen die dich auf jeden Fall zum Fan machen mit diesen Sachen. Aber ohne Spaß, sehr lobenswert. Ich finde, wenige Marken machen sich die Mühe so, weil das kostet ja extra Geld, sowas kostet extra Arbeit. Und stell dir vor, wenn du in jedem Paket sowas drin hast, übertrieben nice. Ich werde die Sachen jetzt einfach alle ganz schnell hinhängen. Ich packe die aus, ohne groß zu reden, werde die alle hinhängen und dann schauen wir uns die Sachen einzeln an. Also Leute, ich habe jetzt Folgendes beschlossen. Ich habe zuerst die Videos mit den Passformen für euch abgefilmt, weil ich mir dachte, hey, das ist viel sinnvoller. Natürlich, wenn ich euch jetzt dann die Sachen nochmal im Detail zeige und meine Meinung zu sage, kann ich viel ehrlicher und halt viel mehr dazu sagen. Also ist ja logisch, oder? Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange, wir legen direkt los und zwar mit der Bomberjacke. Auf jeden Fall ein absolutes Highlight an der Jacke ist der Farbton. Light Green wird der von Preach genannt und das ist so ein sehr pastelliges, ausgewaschenes Grün, wie ihr sehen könnt, also muss ich eigentlich nicht erklären. Für mich absolut geil die Farbe. Vor allem an der Bomberjacke, also mit diesem Stoff von der Bomberjacke, der so seidenmäßig ist, also der glänzt auch so leicht, kommt das extrem gut. Die Highlights für mich an dieser Bomberjacke sind definitiv drei Sachen. Das erste ist dieser rote Preach-Stick am linken Ärmel. Das Rot sticht natürlich so raus aus diesem, aus diesem Pastellgrün, dass also die Farbkombination ist einfach richtig gelungen. Die ist extrem nice. Eine zweite Sache, die ich extrem stark finde, ist diese Naht an den Ärmeln hier hinten. Ihr seht, hier läuft so eine Naht an dem Ärmel entlang und der Stoff zieht sich so an der Naht so zusammen, wenn ihr versteht. Keine Ahnung, es gibt der Jacke noch so einen extra Vibe, was ich extrem nice finde. Und das Letzte ist, aber ist eigentlich selbstverständlich, das ist nämlich, und das ist das Nice dran, das ist ein Stoffpatch. Der ist einfach hinten drauf genäht. Ihr seht es so drumherum, also am Rand ist er drauf genäht. Das ist einfach richtig nice. Diese ganze Kollektion heißt ja Kaizen und das ist so ein bisschen so Vintage-Japan-mäßig angehaucht. Und dieses Piece allein, also dieser Stoffpatch, gibt so nice Vintage-Vibes einfach. Auch hier wieder dieses knallige Rot. Für mich absolutes Highlight aus der Kollektion, diese Bomberjacke. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mein Favorite Piece, kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Also es ist ein verdammt, verdammt geiles Teil. Die Passform seht ihr jetzt hier. Also es ist boxy geschnitten, leicht cropped, aber genau die richtige Dosis. Also für mich ist der Schnitt von der Jacke optimal. Ihr wisst ja, ich bin 1,80, wiege 72 Kilo und ich trage die Jacke hier in einer Size M. Das ist ganz wichtig und das werden wir jetzt auch noch im weiteren Verlauf von den Produkten merken, dass ihr bei Preach safe True to Size gehen soll, weil die sind wirklich super oversized. Also wenn du oversized willst, ist es bei Preach nicht so, dass du wie bei anderen Marken einfach sagst, okay, ich gehe eine Nummer höher, einfach True to Size, manchmal vielleicht sogar eine Size Down, weil die ist, also die Sachen sind super oversized. Jacke, wie gesagt, habt ihr jetzt gesehen, Size M, für mich ein extrem, extrem gelungenes Piece. So, und jetzt machen wir weiter mit den oversized T-Shirts. Da habe ich zwei, also insgesamt habe ich vier T-Shirts da, zwei normale T-Shirts und zwei etwas besonderere. Fangen wir an mit den normalen Oversize-T-Shirts und wir haben jetzt hier ein, wie ihr sehen könnt, ein weißes Oversize-T-Shirt mit ja einem simplen Print vorne drauf, so japanisch mäßig. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, aber sieht fresh aus. Und auf der Rückseite, das ist safe, das Highlight von dem T-Shirt, ist natürlich diese riesige Backprint. Und was ich extrem gelungen finde, ist, obwohl dieser Print so groß und so fett ist, wirkt er nicht, also das ganze T-Shirt wirkt nicht überladen, sondern im Gegenteil, es wirkt eigentlich sehr harmonisch und das liegt halt meiner Meinung nach, glaube ich, vor allem daran, dass der Großteil von dem Print oder von dieser beprinteten Fläche am Ende des Tages nicht, also wie soll ich das erklären? Also der Print blendet sehr schön mit dem T-Shirt selber über, also versteht ihr, was ich meine? Der Print ist nicht so,
Ich glaube, ihr versteht das. Ich versuche das jetzt nicht zu erklären. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, oder ich bin hängen geblieben. Manchmal kann ich nicht die Worte zu fassen. Insgesamt diese Art von Print, wo man einen Begriff hat und hier dann ein Quote oder eine Erklärung oder so. Ich fühle diesen Vibe sehr. Das gefällt mir extrem gut. Insgesamt ein sehr schönes T-Shirt. Was ich an dem T-Shirt bemängeln muss, ist der Stoff. Ich finde, der ist sehr dünn. Ihr seht es jetzt schon hier so, wenn ich das so hebe, dass der Kleiderbügel schon so mäßig durchschimmert. Also wenn ihr das im Sommer anhabt, ohne irgendwas anderes, Nippelalarm ist auf jeden Fall am Start. Und das finde ich schade. Ich hätte mir gewünscht, dass das T-Shirt eine höhere Grammage hat. Das finde ich ja nicht so gut gelöst. Und was ich an den Schnitten von diesen T-Shirts generell bemängeln würde, das wird jetzt auch auf das zweite T-Shirt zutreffen. Ihr seht jetzt hier die Passform. Und zwar, ganz abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich einfach Stave M hätte nehmen sollen und nicht L, wie ich es jetzt hier anhabe, weil ihr seht, das ist wirklich sehr oversized. Was ich aber ein bisschen komisch fand, weil ich hatte den Eindruck, oder ich bin mir eigentlich sicher, dass die Sachen aus der Kollektion davor nicht so groß waren. Und da hatte ich die T-Shirts auch in L. Also es war schon auch auf jeden Fall heavy oversized, aber ich habe das Gefühl, die Sachen sind nochmal ein bisschen weiter gekommen. Deswegen auf jeden Fall true to size. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because... Aber ich finde, man sollte den Halsausschnitt anders machen. Ich persönlich finde, er sollte ein bisschen enger sein, ein bisschen höher sitzen. Und ich finde das einfach nicht mehr so schön und ansprechend. Und da muss ich sagen, wäre nice, wenn die auf jeden Fall den Halsausschnitt ein bisschen anders machen. Aber ansonsten, der Vibe von dem T-Shirt, ich fühle den auf jeden Fall. Sehr, sehr schönes Shirt. Das ist Shirt Nummer 1. Wir machen jetzt weiter mit Shirt Nummer 2. Hier muss ich auf jeden Fall sagen, diese Farbe Light Brick nennt die sich. Gewaschenes Rot halt einfach, würde ich mal sagen. Oder so korallmäßig. Aber ist ja auch egal, wie wir die Farbe nennen. Tatsache ist, diese Farbe, Leute, die ist übertrieben sick. Die ist richtig, richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht, weil weder im Lookbook, noch in den Videos, noch auf Instagram, noch auf der Website, die Shopbilder, nirgendwo kommt diese Farbe so gut rüber, wie sie in echt ist. Also gibt der Farbe safe eine Chance, wirklich extrem, extrem gut. Und ja, das T-Shirt an sich super simpel. Vorne haben wir einen Print auf der Brust, Preach und drunter nochmal so japanisch etwas. Wahrscheinlich Preach auf japanisch, ich weiß es aber nicht. Hinten ist das T-Shirt sehr clean gehalten. Passform seht ihr jetzt hier, ist exakt die gleiche wie das T-Shirt davor. Deswegen, was ich lobe, ist insgesamt dieser Oversize-Schnitt. Ich finde das gut. Ich finde die Ärmel schön breit. Was ich bemängeln würde, ist insgesamt, dass der Halsausschnitt einfach etwas weit ist, finde ich, dass der Stoff etwas dünn ist. Und vielleicht wäre es auch gar nicht verkehrt, wenn man das T-Shirt ein paar Zentimeter croppen würde. Würde ich persönlich ansprechender finden. Was ich hier kritisiere, das ist eigentlich Kritik auf hohem Niveau, bis auf den Stoff. Also das finde ich, das sollte auf jeden Fall drin sein, dass man da einen etwas dickeren Stoff nimmt. Aber sonst, was man an dem Schnitt anpassen sollte und so weiter, das ist Kritik auf hohem Niveau. Und das ist so meine persönliche Meinung, weil für die meisten Leute, die ein Preach-T-Shirt kaufen oder ein Preach-Hoodie kaufen insgesamt, die sind krank begeistert von den Schnitten. Deswegen ist am Ende des Tages so ein bisschen Ansichtssache, aber ihr wisst ja, wie ich ticke und deswegen sage ich, was ich denke. So, das zu dem T-Shirt Nummer 2 und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Highlight von mir in dieser Kollektion. Und das ist dieses Oversized Kimono-T-Shirt. Das ist für mich eine extrem geile Sache. Das ist nämlich neu. Das gab es bei Preach bisher nicht. In der Kollektion davor, muss man wissen, haben die so so eine Art Kimono auch schon gebracht. Und der sah extrem cool aus. Ich blende hier kurz ein Foto ein. Und jetzt haben die hier T-Shirts gebracht in diesem Kimono-Schnitt. Kimono-Schnitt heißt, wir haben einfach babalange Ärmel. Ihr wisst, ich bin immer so, Bruder, die Ärmel sind zu kurz vom T-Shirt. Preach war so, Bruder, gar kein Problem, du willst lange Ärmel, hier nimm. Ich finde den Schnitt so, so gut. Aber zum Schnitt kommen wir gleich und zur Passform. Zuerst nochmal zum T-Shirt selber. Also die Farbe ist hier wieder dieses Light Green. Das T-Shirt ist washed. Und das allererste, was auffällt, wenn man das T-Shirt anfasst, ist, das ist eine höhere Grammage, das ist ein dickerer Stoff. Muss man mögen, wie gesagt, oder eben nicht. Ich feiere das hier viel, viel mehr, dass es so dicker ist. Es ist gewaschen und dadurch haben sie auf der Rückseite diesen nicen Print auch in diese krass coole Vintage-Optik halt bekommen durch die Waschung. So ein kastiger Print bin ich nicht mehr so der Fan von, aber hier wirkt der gar nicht aufdringlich. Im Gegenteil, er wirkt sogar sehr gut, weil du im Print drin immer wieder die Farben von dem T-Shirt selber so aufgegriffen hast. Ihr könnt das hier, glaube ich, hoffentlich sehen. Und dadurch wirkt das Ganze halt sehr aufgelockert und wirklich sehr, sehr gut. Gefällt mir extrem, extrem gut. Jetzt seht ihr hier die Passform. Ich habe diesmal eine M genommen, weil ich mir schon beim Rauswählen gedacht habe, Bro, ich glaube, die sind sehr groß, diese T-Shirts. Ich probiere es mal mit einer M. Jetzt könnte man diskutieren, ob vielleicht nicht sogar eine S angebrachte wäre. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe einfach in den letzten Monaten echt einiges abgenommen. Und wenn man wieder ins Gym gehen kann und ein bisschen Sport machen kann, hoffe ich, dass ich halt wieder ein bisschen was draufpacke. Und dann, glaube ich, ist eine M schon auf jeden Fall die richtige Size für mich. Also insgesamt ein extrem geiles Ding. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Schnitt und diese Passform findet, dieses Kimono-Ding. Und ich habe nicht nur ein Kimono-T-Shirt hier, sondern zwei. Und zwar haben wir noch eins in der Farbe Schwarz. Hier auf jeden Fall der gleiche Stoff wie bei dem anderen Kimono-T-Shirt. Etwas höhere Grammage, etwas dicker. Extrem nice. Feier ich. Fühlt sich sehr, sehr gut. Fühlt sich sehr, sehr wertig an. Ich liebe den Kontrast von Schwarz zu Rot. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen mit diesem Preach
Druck hier auf der Vorderseite, auch mit diesem Baba Backprint auf der Rückseite. Und auch hier haben wir einen riesigen Print. Wäre das nicht so gut gemacht, wie es hier gemacht ist, würde das T-Shirt safe überladen wirken, aber dadurch, dass der Großteil der Fläche hinten immer noch einfach nur schwarz ist, versteht ihr, was ich meine? Und der Print halt, ihr wisst, was ich meine, dass wieder so Print und T-Shirt sich sehr gut so einblenden, versteht hoffentlich, was ich meine, wirkt es im Gegenteil sogar sehr dezent, obwohl es ein großer Print ist. Okay, sehr dezent ist übertrieben, das ist also auch schon wieder zu krass. Es wirkt auf jeden Fall nicht zu heavy. Auch hier wieder die Passform, gleich wie bei dem anderen T-Shirt. Also ich mag das einfach, sehr, sehr schöne T-Shirts. Was ich persönlich hier noch anders machen würde, wäre wieder den Halsausschnitt etwas enger machen, aber sonst habe ich an diesen T-Shirts gar nichts auszusetzen, im Gegenteil. Die begeistern mich übertrieben, sehr, sehr schöner Schnitt, sehr, sehr schöne Passform, sehr, sehr guter Stoff, also alles in allem extrem geile T-Shirts. Und jetzt machen wir weiter mit den Oversized Hoodies. Und zwar haben wir hier als erstes einen schwarzen Oversized Hoodie, der von vorne relativ schlicht wirkt. Also wir haben hier vorne eigentlich gar nichts drauf, bis auf zwei Stickelemente. Hier seht ihr es. Und auf dem rechten Ärmel haben wir diesen japanischen Schriftzug, den wir bei dem T-Shirt auch vorne drauf hatten. Ich schau kurz, ich finde jetzt schnell raus, was das bedeutet. Weil hier hinten waren ja alles so japanische Schriftzüge und die waren hier so erklärt mit Nummer. Das hier müsste die Nummer 8 sein. Nummer 8 ist Strength. Cool. So viel zu der Frontansicht von dem Pulli. Auf der Rückansicht erwartet uns erstmal hier wieder ein sehr großer Print, der sich über den kompletten Rücken streckt von dem Pullover. Finde ich trotzdem extrem cool, aber haut mich nicht um. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich den so anschaue. Ist schon nice so, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen müsste, müsste ich haben. Aber schaut mal, Leute, sobald ihr die Kapuze hier umklappt und dieser Print auf der Kapuze dazu kommt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, die Optik von dem Pulli ist auf einmal eine komplett andere. Natürlich ist es ein sehr lautes Piece. Also wenn du diesen Pulli anziehst, kombinierst du den sonst mit sehr schlichten Teilen. Was ich an dem Hoodie auf jeden Fall nice finde, ist der Schnitt. Ihr seht jetzt hier die Passform. Und ich finde auch die Grammage oder den Stoff sehr nice. Also das ist 100% Baumwolle. Sind alle Hoodies und alle T-Shirts 100% Baumwolle. Das finde ich auch sehr, sehr nice, dass Preach da keine günstigeren Mischfasern nimmt oder so, sondern wirklich 100% Baumwolle. Was mir nicht so gefällt, sind die Kordeln hier vorne. Ich finde die zu lang und insgesamt überhaupt. Ich finde, glaube ich, Pullis einfach ohne Kordeln, so wie der hier, mag ich persönlich mehr. Ich finde, das wird cleaner und aufgeräumter. Das würde ich anders machen an dem Hoodie. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Hoodie. So, was bei dem Hoodie hier direkt auffällt, ist, dass er dünner ist als der davor. Ich weiß jetzt nicht, ist er wirklich dünner oder liegt es an der Tatsache, dass der auch gewaschen ist, wie das rote T-Shirt. Also dieses Light Brick, dieses ja gewaschene, rallrotmäßige, kriegt man halt eben nur durch eine Waschung hin und dadurch wird der Stoff ja etwas dünner, also verliert so ein bisschen was. Ich kann es nicht genau sagen, ob es daran liegt oder ob insgesamt der Stoff eh eine dünnere Grammage hat, ich weiß es nicht. Was mir an dem Hoodie wieder sehr gefällt hier, ist die Farbe. Ich hätte nicht gedacht, dass die echt so geil kommt. Sehr, sehr schöne Farbe. Ansonsten hat er hier vorne einfach nur einen Preach-Print. Hinten ist er sehr clean gehalten, aber das Highlight an dem Pulli ist die Preach Sample Card. Preach macht das seit der ersten Kollektion, dass sie mit dieser Sample Card arbeiten, die immer wieder sichtbar auf Produkten angebracht ist. Finde ich einfach nice, dass man das durchzieht und das beibehält. Ist ein cooles Konzept. Die haben so ein bisschen ihren eigenen Vibe da kreiert. Wenn man das hier anschaut, auf der Sample Card stehen auch immer Informationen zu dem Produkt und zu der aktuellen Kollektion und so weiter. Sehr, sehr geiles Ding, feiere ich extrem. Und jetzt machen wir weiter mit dem dritten Hoodie. So, und der dritte Hoodie, also zum Stoff gleiche Nummer wie bei dem anderen. Es ist ja dieses Washed, dieses Light Green, was man eben durch eine Waschung eben so halt hinbekommen hat mit der Färbung. Die Waschung ist sehr schön, sehr, sehr dezent. Man muss genau hinschauen, um die Waschung überhaupt zu erkennen. Aber auch der, finde ich, ist ein bisschen dünn einfach für einen Hoodie. Für den Sommer wahrscheinlich genau richtig, aber mir gefällt halt an dünnen Hoodies nicht, dass die ihre Form nicht so halten. Also ihr seht jetzt hier die Passform. Finde, wenn der Stoff etwas schwerer ist und etwas dicker von der Grammage, dann, wie soll ich das sagen, versteht ihr, dann behält, so wie bei dem Hoodie, dann hält er so seine Form. Und bei einem dünneren Stoff fällt er so in sich zusammen und das finde ich halt einfach nicht so schön. Aber das ist am Ende des Tages wahrscheinlich auch Geschmackssache. An sich, bei der Verarbeitung und so, kann man nicht meckern. Die ist sehr, sehr hochwertig. Und was an dem Hoodie auf jeden Fall noch besonders ist, ist dieser schöne Print hinten mit diesen zwei Käufischen. Sehr, sehr gelungen. Gefällt mir extrem gut. Gibt es auch als T-Shirt. Ich war mir nicht sicher, ob ich T-Shirt oder Hoodie will. Ich dachte, ich schaue jetzt einfach mal den Hoodie an und war nicht enttäuscht. Also wirklich, der Print ist sehr, sehr schön. Insgesamt der Hoodie ist sehr, sehr schön. So, und der letzte Hoodie, den wir haben, ist dieser hier in einem unfassbar, unfassbar schönen Babyblau. Das ist so ein schönes Babyblau. Ich frage mich, ob es gewaschen ist. Ich kann es gar nicht genau sagen, ob der Hoodie gewaschen ist oder nicht, weil der ist so, so schön hellblau. Aber ich glaube,
Ich weiß es nicht. Das ist wirklich so, so schwierig zu sagen. Also wenn der gewaschen ist, dann ist es sehr dezent. Ich glaube, er ist gewaschen. Also ich werde da nochmal nachfragen, aber ich glaube, der ist gewaschen. Schnitt ist wieder extrem gut, so wie bei den zwei Hoodies davor. Ich finde extrem nice, dass hier dieser Print an der Känguru-Tasche ist. Er verschwindet so unter der Känguru-Tasche, was für mich ein sehr, sehr schönes Detail ist. Was bedeutet, dass dieser Hoodie genäht, dann beprintet und dann erst im Nachhinein die Känguru-Tasche angenäht wurde. Denke ich mal, ich weiß nicht. Oder kennt sich da jemand aus und weiß, ob man da irgendwie die Känguru-Tasche so mäßig wegmacht, um da drunter zu printen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Kann mir vorstellen, dass die erst im Nachhinein angenäht wurde. Sehr, sehr cool, dass man da einfach so ein bisschen Liebe ins Detail steckt, dass man da halt einfach so diesen Mehraufwand auf sich nimmt. Ansonsten hat man hier an den Ärmeln wieder diese Stickelemente. Einmal Preach an dem einen Ärmel und einmal japanisch Strength. Stärke hier an dem anderen Ärmel. Auf der Rückseite haben wir hier einen super, super schönen Print. Der Print weckt so ein bisschen diese Sketch-Vibes, versteht ihr, wie ich meine? Also der Print wirkt so, als hätte jemand mit seinem Bleistift diesen Samurai hier hinten drauf gesketcht. Und insgesamt diese ganze Samurai und dieser Print mit dieser Harmonie zwischen dem Japanischen und dieses Wording unten und dem Sketch, ja, es macht einfach so diese Vintage-Japan-Vibes und ich finde insgesamt ist das extrem gut gelungen. Das kann ich jetzt schon vorab sagen, diese Vibes mit dieser Kollektion so ein bisschen zu kreieren, das ist einfach gut. Das ist einfach gut gelungen. Jetzt sind wir durch mit den Hoodies und jetzt haben wir noch ein letztes Piece und zwar einen Sweater. Und das Sweater ist in diesem Light Green, also auch der ist gewaschen und insgesamt, was auffällt, extrem geiler Schnitt. Also super oversized, seht ihr die Drop-Schultern, wie tief diese Schultern sind. Cooles Detail ist, dass der Sweater hier so Pockets hat, seht ihr das, dass man da so reingreifen kann. Und vorne hier so Kordeln hat, um den Saum unten enger zu machen oder nicht. Habe ich so in der Form noch nie gesehen, finde ich extrem nice. Ihr seht jetzt hier bei der Passform, dass man da die Möglichkeit hat, eben den offen unten zu tragen mäßig. Oder so ein bisschen zu croppen. Extrem cooles Ding, gefällt mir. Und was mir natürlich auch gefällt, ist dieser Print hinten. Den kennen wir in der Form schon oder in dieser Machart schon von den weißen T-Shirts. Hier kommt der auf jeden Fall nochmal geiler, finde ich. So mit diesem Light Green und dem Grün von dem Pulli. Also großer, großer Print, aber trotzdem wirkt der sehr dezent. Also für mich ein extrem, extrem geiles Produkt. Ist auch dieser Schnitt und diese Sweater-Art ist auch neu bei Preach im Sortiment. Einfach nur cool. Also ich finde es sehr, sehr gut gelungen. Und insgesamt muss ich sagen, ist, glaube ich, dieser Sweater in Kombination mit den Kimono-T-Shirts und der Bomberjacke sind so meine Favorites. Das vielleicht schon vorab, aber ich gebe euch gleich noch ein richtiges Fazit. Und zum Abschluss zwei Sachen noch, bevor wir dann ein Review oder ein Fazit machen. Und zwar habe ich hier zwei Paar Socken bekommen. Das sind ganz normale Socken. Ist aber ganz cool, auch so mit diesen Japan-Vibes. Und für mich ein so geiles Gimmick, also übertrieben nice und ich zeige euch jetzt, was das ist. Wer was in dieser Kollektion bestellt, das darf eigentlich im Warenkorb nicht fehlen, also wirklich, das darf nicht fehlen, wenn, ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist. Und zwar, Leute, sind das Chopsticks. Das sind einfach Chopsticks und die sind nicht mal, das ist nicht mal, also fühlt sich nicht so nach Billo-Merch an mäßig, sondern also die sind schwer, die fühlen sich gut, die fühlen sich hochwertig an, also einfach nur ein cooles Gimmick. Also die werden wir safe. Ich habe extra zwei Paar bestellt. Hier ist das zweite, damit meine Freundin und ich damit Sushi essen können. Sehr, sehr nice Teil. Spielerei an sich. Natürlich braucht es einen Mensch. Nein, es braucht keinen Mensch. Ist es cool? Ja, natürlich ist es cool. Sollte man es bestellen? Auf jeden Fall sollte man es bestellen. Mein Fazit zu der Kollektion unter dem Strich. Ich glaube, man hat es schon während dem Video gemerkt. Ich bin übertrieben geflasht. Ich finde die ganze Kollektion sehr, sehr geil. Ich fühle diesen Vintage-Japan-Vibe so krass, obwohl ich noch nie in Japan war und obwohl ich nichts mit Japan zu tun habe, aber diese Kollektion, diese Prints, die Art und Weise, wie diese Farben gewählt wurden, wenn man sich jetzt hier so diese Farbpalette anschaut, insgesamt einfach super gelungen, also wirklich sehr, sehr harmonisch. Was ich an diesen Kollektionen oder generell an den Produkten vielleicht anders machen würde, ist, ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt da einfach, um ein bisschen was an den Schnitten zu machen. Ich würde die Hoodies, glaube ich, einfach alle 3-4 cm croppen. Ich würde die Halsausschnitte sowohl bei dem Sweater als auch bei den T-Shirts überall enger machen. Aber wie wir es schon immer bei mir gewohnt sind, Leute, das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Ein ganz normaler, in Anführungszeichen normaler Typ, der sich einfach für Mode interessiert und Bock hat auf coole Klamotten, der wird sich die Sachen bestellen und wird übertrieben glücklich sein, weil es sind rundum geile Pieces. Mein Appell, Leute, geht true to size. Gerade wenn ihr so wie ich ein bisschen Kilos verloren habt jetzt während dieser Lockdown-Zeit. Ich habe das Gefühl, dass gerade die T-Shirts noch mal ein bisschen weiter geworden sind. Also auf jeden Fall true to size gehen. Aber ansonsten, was ist von mir? Insgesamt eine rundum gelungene Kollektion. Ich freue mich auf weitere Kollektionen von Preach. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie fandet ihr es? Wie fandet ihr das ganze Review? Wie fandet ihr die Kollektion? Und welches Produkt ist euer Favorite? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich freue mich, eure Meinung zu lesen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Movix.